Nennt mich Neoblade. Ich bin in den Lernvideos im Channel Okkozerk und wir sind im Lernschritt Double Forge. Ich nehme vorweg, dass mein Gegner Dragonforce besser war als ich. Nicht nur, weil er mehr APM hat, ich bin ja normalerweise jemand, der auf APM überhaupt keinen Wert legt, sondern weil er diese APM nutzt, um mich zu scouten. Leider ist das Hauptproblem von Dragonforce, dass er keine konstante Arbeiterproduktion hat. Punkt 1, also deswegen liegt er auch hinten. Er hat zwar jetzt, man sieht es hier auch, ich baue drei Sonden gleichzeitig. Und habe diesen Lead die ganze Zeit gehalten. Ich habe nur wenig Schaden mit Adel Scott gemacht. Und sein zweites Problem ist, dass er diesen Nexus in diesem Spiel nie scouten wird. Und ich mache hier so ein klitzekleines Problem. Ich sollte den Pfeil nicht so bauen, dass man ihn von hier oben abschießen kann, sondern ich sollte ihn hier hinbauen. Dann wäre alles gut. Aber ich kenne meine Fehler. Ich verliere dieses Spiel fast, weil ich hier eine Rampe gleich hoch engage, wo hier, ich weiß nicht, wie viele Millionen Force Fields sind. Und man sieht halt, Dragonforce scoutet sehr, sehr, sehr gut. Dragonforce versucht jetzt hier eine Echse zu bauen, was ihm nicht gelingt, weil der Pylon da steht. Er sieht, alles klar, er hat Blink, also sein Blink-Micro ist auch alles andere als schlecht. Ich habe halt in diesem Spiel ein Riesenproblem gehabt. Ich konnte keinen Kasten mehr um meine Forces machen. Und ich konnte manchmal keinen A-Move machen. Ich habe keine Ahnung. Also, dass ich keinen Kasten um meine Forces ziehen konnte, habe ich noch nie gehabt, das Problem. Aber was ich halt zeigen möchte, ist, wie krass hier Double Forge eingesetzt wird. Seine Double Forge dreht sich quasi konstant. Er war in Upgrades am Anfang hinten. Und er wird mich in Upgrades überholen, weil er so eine super Double Forge Nutzung hat. Hier kommt jetzt mein krasser Kampf. So, jetzt werden ein paar Force Fields hier. Ne, hier setze ich mich noch zurück. Also ich kann ihn einfach ausbluten lassen. Ich darf hier diese Rampe nicht hoch engagen. Was soll denn passieren? Er hat hier irgendwann keine Mineralien mehr. Ich habe hier meine vierte irgendwann und alles ist gut. Ich brauche hier nicht angreifen. Ich brauche ihn nur contain. Ich habe immer mehr Army Value oder gleich viel. Soll er ruhig mit seinem Blink-Micro ruhig versuchen, irgendwas zu reißen gegen Immortals, Arkans und Charge-Locks. So, aber wir schauen hier. Jetzt drehen sie sich ausgerechnet nicht. Wie gesagt, eine ganz kurze Zeit war das auch so. Und jetzt fangen sie wieder an, sich zu drehen. Ich hoffe, hier jetzt auch. Und dann wird hier gleich auch Chronoboost wieder drauf gemacht. Wir schauen uns die Zeitspanne nochmal an. Wenn ihr so eine Nutzung der Double Forge habt, solltet ihr Double Forge spielen. Also, dass sich hier das nicht dreht, ist schlecht. Wir halten hier gerade mal an, 17:58. Und schauen, wann es hier weitergeht mit der Double Forge Nutzung. Immer wenn er Blink Micro macht, hat er leichte Overmints bekommen. Wir sehen, beide Forges beginnen sich zu drehen. 14 Sekunden später. Das ist einfach für die Goldliga. Er ist Gold, ich bin Gold. Wobei er, also mit so einer Double Forge-Nutzung, wenn er jetzt noch lernt, nach Echsen zu scouten und mit seinen Blinkstalkern diese Echse auch anzugreifen und zu denyen, die Blinkstalker bringen ihm faktisch gar nichts, weil alle Blinkstalker die ganze Zeit hier in der Base stehen. Mit Blinkstalkern muss man harassen, mit Blinkstalkern muss man schauen. Ich weiß nicht, ob das geht, von hier rüber blinken nach da. Ist halt auch eine schlechte Map, um Blinkstalker zu spielen. Aber zum Beispiel von hier nach hier blinken. Wenn hier keine Echse steht, wenn hier eine Echse steht, mit Blinkstalkern rausnehmen. Und wenn keine steht, hier hochblinken. Das Gas und so weiter, die kennen hier die Arbeiter hier überhaupt kein Problem. Und selbst wenn man nur 6 oder 8 nimmt. Aber Blinkstalker zu spielen ist halt scheiße schwer. Das, was genial ist an Dragonforce, ist die Tatsache, dass er halt wirklich richtig krass die Upgrades gemacht hat. Und jetzt bereits 2-2 zu 2-1 ist, weil ich halt schlecht bin im konstanten Boosten meiner Upgrades. Und er mich dann halt mit der Double Forge auch überholt hat. Und wir werden diesen Faktor noch weiter sehen. Also seine Upgrades gehen durch. Man sieht es hier, ich baue nur ein Upgrade.
glaube, hier ist das. Nee, hier ziehe ich mich nochmal zurück. Aber man sieht es halt auch hier. Ich habe Chrono Boost, wie gesagt, diese Hotkey-Fehler, dass ich nicht markieren konnte. Es hat mich so verwirrt, dass ich keinen Chrono Boost mehr eingesetzt habe. Aber generell ist mein Chrono Boost ja eine Riesenschwäche von mir und ich benutze ihn einfach nicht. Aber ich habe es halt auch irgendwie hingekriegt, durch diese Hotkey-Fehler meine gesamte Army hier auf die 4 zu legen. Meine Nexai waren einfach weg. Ich war einfach überfordert, das dann neu zu machen, weil ich halt nichts mehr markieren konnte mit der Maus. Keine Ahnung, woran es lag. Ist auch völlig egal. Passiert mal. Ich hatte irgendwann mal ein Spiel, da konnte ich gar nichts mehr anklicken. Da konnte ich nur noch über Tasten Immortals bauen. Also meine Gates konnte ich auch nicht mehr auswählen und auch nicht mehr reinwarpen. Nichts ging mehr. Immer wenn ich irgendwas geklickt habe, entstanden Waypoints auf der Karte. Und ich konnte nur noch in einem Teamgame nur noch mit 6 meine Robo anspringen und Immortals bauen. Ich konnte auch keine Gebäude mehr bauen. Hab irgendwie 5000 Mineralien gekriegt oder 8000, ich weiß es nicht mehr. Also ganz, ganz komische Bugs hab. Ganz selten, also liebe Blizzard-Mitarbeiter, super Spiel, großartig, aber generell ist es bei mir schon so, dass ich diese Bugs ganz selten habe. Aber das war halt sehr ärgerlich. Das soll es auch insgesamt gewesen sein. Man hätte hier sich noch entscheiden können, selbstverständlich Warp Prism hier reinfliegen und mit Zelitz hier diese Echse unter Druck setzen. Gerade wenn er irgendwie rausgeht oder so, selber hier die Rampe Force Fielden, seine dritte Konstant denyen, und dann mit Zelitz einfach hier einen Harass machen, das wäre eine Möglichkeit, aber generell einfach nur auf Colossi tecken und warten, bis er ausgeblutet ist. Seine Bases ordentlich beschützen und einfach warten, bis er ausgeblutet ist. Also im Scouting und Decision-Making kann man immer irgendetwas machen, was sinnvoll fürs Spiel ist. Und ich habe halt gescoutet, alles klar. Seine Stalker und seine Sentries warten hier, also schmeiße ich sofort einen dritten Nexus. Bin hier auch massiv übersaturiert, weil diese Ex hier gerade erst fertig geworden ist. Ich glaube, das transferiere ich aber auch irgendwann. Schauen wir das gerade mal nach. Da wird transferiert. Jetzt haben wir hier richtig schön 16. Schauen wir uns das Income mal an. Ich bin vorne. Und gehe jetzt auf über 2000 hier. Und ich brauche nicht diese Rampe hier hoch zu engagen. Ich muss es einfach nicht tun. Und durch dieses Rampe-Engagen habe ich halt richtig, richtig viel verloren. Auch weil er natürlich Blink-Micro einsetzt, aber hauptsächlich, weil ich hier einfach... Ich habe irgendwann Move-Command gemacht, weil ich A-Move nicht mehr machen konnte. Er hat die Taste A nicht mehr genommen. Wie gesagt, ich glaube, ihr habt in keinem der Lernvideos von mir gehört, dass ich es auf die Tasten schiebe. Aber hier, ich konnte einfach... Das hier, diese Aktion, dieser grüne Rahmen, den konnte ich nicht mehr machen. Schreibt in die Kommentare, wenn euch das auch schon mal passiert ist. Er lässt mir, glaube ich, sogar diese Echse hier. Also ich ziehe meine Arbeiter ab. Und er lässt mir diese Echse. Die Arbeiter habe ich verloren, ja. Jetzt ist halt das Problem, er versucht seine Stalker zu retten. Tötet mir einen Kolossus, aber... gleicht sich jetzt wieder stark aus, weil er versucht zu fokussen. Und immer wenn eure Gegner in der Goldliga Micron, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das Makro schlecht ist. Und dieser Spieler hatte eben 2000 Mineralien, als er Blink Micro eingesetzt hat. Aber ihr seht, 3-3 Upgrades und von Double Forge war das hier. 14 Sekunden nur standen sie still im gesamten Spiel. Und das ist halt bärenstark. Sehr viele Chrono Boosts drauf gemacht, ganz bärenstark. Aber auch er hat 100 Chrono Boosts. Gut, gut. Das soll's für dieses Video gewesen sein. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis demnächst.